Fire Red fragt Pietsmiet: Wer wäre euer Trauzeuge? Trauzeuge sollte wahrscheinlich einer von den 6 Jungs werden. Am liebsten natürlich alle 6, sage ich schon. 5 natürlich nur. Ich bin ja einer der 6. Aber wer, das wüsste ich ehrlich gesagt noch nicht zu 100%. Das ist keine Ahnung. Aber wenn ich sagen würde, wer sind meine besten Freunde, wirklich besten Freunde, dann auf jeden Fall einer von den 5. Aber wer, das wird keine Ahnung. Bin gespannt, wahrscheinlich wird keiner mich genannt haben. Also wenn ihr mich jetzt so spontan fragt, dann würde ich einfach sagen, das wird der Jay. Der gute alte Jay, den ich schon seit über 10 Jahren kenne. Boah, bestimmt seit 15 Jahren schon. Und wir mal Blödsinn gemacht haben und schon ewig kennen. Und ja, würde ich mich freuen, wenn es der Jay werden würde. Wer sollte mein Trauzeuge sein, wenn ich jetzt heiraten würde? Tja, ich glaube, dass ich momentan noch keine geeignete Person dafür gefunden habe. Da habe ich mir letztens schon Gedanken drüber gemacht, als ich auf einer anderen Hochzeit war. Aber ich bin zu keinem finalen Ergebnis gekommen. Das heißt, die Antwort auf diese Frage werde ich euch noch schuldig sein müssen. Schuldig bleiben, weil ich es selber noch nicht weiß. Mein Trauzeuge? Haha. Das werde ich sicherlich nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise bekannt geben, ohne denjenigen doch gefragt zu haben. Denn erstens kann er immer noch Nein sagen und zweitens fände ich das irgendwie immer noch cooler, wenn derjenige das doch zuerst erfahren würde und nicht so, ach ey, da haben schon irgendwie 5000 Leute geguckt und ach übrigens, ne, guck dir mal das Video an, möchtest du es werden? Nee, den frage ich schon erst selber und dann wird das bekannt. Boah, Trauzeuge, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich würde auf jeden Fall jemanden aus dem Team nehmen, in einer von den 5. 100 pro, einer von den 5. Aber wen? Boah, keine Ahnung. Bin mir nicht so sicher. Schwere Entscheidung. Muss ich das beantworten? Muss ich jetzt sagen, wer von denen? Boah, gute Frage. Das Problem ist halt, ich bin auch noch so ewig weit von der Hochzeit entfernt, dass ich mir da noch keine Gedanken drüber gemacht habe. Aber es wäre auf jeden Fall einer von meinen engsten Freunden, garantiert. Auf jeden Fall. Aber wer? Boah, ich glaube, ich würde einen Würfel entscheiden lassen oder so. Oder alle. Ich weiß gar nicht, ob das geht.